Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie die Selbstfinanzierung durch Abschreibung ganz einfach funktioniert. Und zudem erkläre ich dir auch den Abschreibungskreislauf. Also folgendes, du musst zuerst verstanden haben, was denn überhaupt eine Abschreibung ist. Geiles Video dazu unten in der Videobeschreibung, weil dann verstehst du es definitiv und dann kommst du zurück und schaust dir das Video an. Um diese Selbstfinanzierung zu verstehen, muss man den Abschreibungskreislauf sich genauer anschauen, weil das macht das super einfach. Am Anfang funktioniert es immer wie folgt. Du gehst her als Unternehmen und kaufst eine Produktionsmaschine, egal was. Und die kostet zum Beispiel jetzt halt hier 70.000 Euro. Diese 70.000 Euro zahlst du und zwar netto. Wichtig, das mit der Steuer lassen wir jetzt halt mal vereinfacht weg. So, 70.000 Euro, flupp, für die Maschine bezahlt netto. Und nun passiert folgendes, während deinem Geschäftsjahr produzierst du fleißig vor dich hin. Und dann siehst du jetzt schon hier, wir produzieren hier Gummientchen. Und nun, aufgrund dieser Nutzung über die Jahre hinweg, verliert natürlich diese Maschine an Wert. Die wird abgenutzt. Das sieht man auch hier, hier mussten wir schon ein bisschen was reparieren. Und anfangs hat die Maschine ruckzuck hintereinander die Entchen produziert und jetzt wird sie schon ein bisschen langsamer. So kannst du dir das vereinfacht vorstellen. Und um diesen Wertverlust buchhalterisch festzuhalten, machen wir eine ganz normale Abschreibung und diese berechnen wir auch. Also gehen wir her und sagen, okay, 70.000 Euro kostet die Maschine. Die Maschine können wir über 5 Jahre hinweg nutzen. Also kommt eine Abschreibung pro Jahr von 14.000 Euro zustande. Und nun machen wir einfach folgenden Trick. Wir kalkulieren diese Abschreibung in unseren Verkaufspreis unserer Entchen. Bedeutet, wir produzieren, vereinfacht jetzt gesagt, 100.000 Entchen pro Jahr mit Hilfe dieser einen Maschine. Also weiß ich, wenn ich 14.000 Euro Abschreibung pro Jahr habe und 100.000 Entchen produziere, dass ich pro Ente eine Abschreibung von 14 Cent vornehmen muss. Also für jede Ente, die aus meiner Maschine da rauskommt, wird diese Maschine 14 Cent weniger. So kannst du dir das ein bisschen vorstellen. Und nun machen wir folgendes. Wir gehen her und berechnen unsere Kosten pro Ente. Also das Material, den Strom, der Mitarbeiter und so weiter. Und das ist in dem Beispiel jetzt seit hier einfach mal gesagt 1,50 Euro. 1,50 Euro kostet uns jedes Entchen bei der Produktion, damit es dann fertig dasteht. Aber pro Ente rechnen wir diese 14 Cent on top, die wir eben hatten, diese Abschreibung pro Ente, diese Abnutzung, diesen Wertverlust unserer Maschine, diese 14 Cent rechnen wir da on top drauf. Und das sind dann unsere Selbstkosten. Das hat jetzt halt etwas mit der Einkaufs- und Verkaufskalkulation was zu tun. Auch geiles Video auf meinem Kanal. Und dann rechne ich noch Gewinn und Co. drauf. Aber du merkst, ich rechne diese Abschreibung in meinen Verkaufspreis mit rein. Der Kunde bezahlt diese 14 Cent für jede Ente, die er kauft. Und diese 14 Cent, wenn ich dann eben die Ware verkaufe über die Zeit hinweg, sagen wir, jedes Jahr verkaufe ich diese 100.000 Entchen über die nächsten 5 Jahre hinweg. Dann wird bei jedem Verkauf von jedem Entchen flupp diese 14 Cent angespart. Bei jedem einzelnen Entchen. Und über die Jahre hinweg, über diese 5 Jahre dran, habe ich dann insgesamt 70.000 Euro an Geld gespart. Über diesen Verkauf der Entchen, über diese 14 Cent pro Entchen sind diese 70.000 Euro zustande gekommen. Und diese 70.000 nehme ich nun her, weil meine alte Maschine, die ja fleißig produziert hat, die ist jetzt Schrott, die ist kaputt nach 5 Jahren. Und darum schmeiße ich die jetzt auf den Müll, flupp, weg ist die. Und die 70.000 Euro, die ich über die Jahre hinweg angespart habe, nehme ich wieder her, um mir wieder meine Maschine für 70.000 wieder zu kaufen. Und schon geht die Runde von vorne los. Und dabei spricht man eben von dieser Selbstfinanzierung, weil wir als Unternehmen uns selbstständig finanzieren. Das ist ein Kreislauf. Da kommt keine Bank und gibt uns einen Kredit oder sonstiges. Wir kaufen die Maschine und diese Maschine aufgrund deren Produktion und den Verkauf der Waren, die diese produziert, finanzieren wir uns wieder selbst. Und zudem spricht man auch hier von dem Substanzerhalt, also der Substanzerhaltung. Bedeutet, weil ich ja diese Maschine gekauft habe, habe ich eine gewisse Substanz, einen Wert im Unternehmen geschaffen. Und wenn ich dann fleißig produziere und dann, wenn die Maschine nichts mehr wert ist, mir wieder dieselbe Maschine hole, behalte ich die Substanz im Unternehmen. Ich erhalte den Wert des Unternehmens fest, weil ich ja jedes Jahr, wenn die Maschine wieder Müll ist, mir eine neue hole und somit immer das gleiche Maschinchen in meinem Betrieb steht.